Die Aktie des Jahres und die Chance des Jahres wollen wir jetzt im Januar behandeln. Es handelt sich dabei um, ihr lest es schon, die PayPal Holdings Aktie. Die sieht aktuell extrem spannend aus. Wir haben heute den Ausbruch gesehen und damit haben wir eine negative Alternative vom Tisch wischen können. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr stark gesunken. Ich möchte hier voranmerken, ich bin seit heute in der PayPal-Aktie investiert und zwar die Aktie selber und einen Optionsschein on top. Den können wir uns nachher auch nochmal anschauen, ist aber eher was für den Zocker. Aber mit der PayPal-Aktie haben wir, und da stelle ich euch zwei mögliche Trades vor, die man hier in dem Bereich machen kann. Einen kurzfristigen, der hat ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 4 zu 1. Und einen langfristigen, und da haltet euch fest, ihr habt ein Chancen-Risiko-Verhältnis auf Sicht von den nächsten 3 bis 5 Jahren von 19 zu 1. Das schauen wir uns natürlich an. Wir springen kurz rüber. Was macht PayPal gut? Was vielleicht weniger gut? Wie die Analysten es einschätzen, die sind ja meistens prozyklisch. Vor 2 Jahren am Allzeithoch waren die so optimistisch und haben sich mit erhöhten Kurszielen, die immer im Nachgang erhöht worden sind, nachdem der Kurs meist schon weggelaufen ist. Dasselbe haben wir aktuell auf der Südseite. Ganz pessimistische Analysten, 43 Analysten sind sogar negativ eingestellt. Ja, wie will man die überraschen? Natürlich, und das wird nächste Woche passieren. Am 25. gibt es seitens PayPal eine Videokonferenz um 9:30 Uhr US-Zeit oder Eastern, ja, also von der Ostküste die Zeit, wo sie ihren Ausblick bringen wollen, zusammen mit Finmo, ein Kreditkartensystem. Mehr dazu weiter hier im Video. Ihr lasst bitte wie immer Daumen nach oben da, macht Kommentare unten drunter, das ist immer gut. Ich versuche die auch, wenn möglich, zeitnah zu beantworten und natürlich für die ganzen neuen. Macht die Glocke an, da verpasst ihr auch kein Video und kommt in den Telegram-Kanal. Da haben wir nochmal eine kleine Austauschgruppe untereinander. Findet ihr aber alles unter dem Video. Gehen wir nun rüber zu den Daten. So, mittlerweile nutzen über 430 Millionen Konsumenten und Händler PayPal aktiv. Es wurden 1,5 Billionen US-Dollar über diese Plattform als Zahlungsdienstleister abgewickelt und davon hat sich PayPal ein bisschen was rausgeschnitten, 24 Milliarden. Und ihr werdet auch nachher noch sehen, wie viel davon bei PayPal nach Kosten hängen bleibt. Die Marge ist sehr gut, meines Erachtens. Und zwar war die zuletzt bei 45%. Auch wenn es gesunken ist, ist es noch ein Top-Ergebnis. Ihr seht aber auch hier unten 200 verschiedene Märkte werden bedient, 150 verschiedene Währungen wurden abgewickelt und das ist natürlich extrem wichtig, gerade im internationalen Zahlungsverkehr. Und es werden davon 25 Währungen selber gehalten, um natürlich die Händler damit sofort per Auszahlung bedienen zu können. Und das ist halt das, was PayPal meines Erachtens einen Wettbewerbsvorteil hat im Vergleich zu anderen. Gehen wir aber hier weiter. Und ein weiteres Wachstumspotenzial ist hier zumindest in Nordamerika, wird ja Venmo gerne genutzt zu Bezahlungen und auch teilweise auf Kredit. Im Hintergrund macht das PayPal nicht selber, sondern gibt das weiter. Das interessiert aber vordergründig erstmal keinen, sondern es geht ja darum, um an der Transaktion Geld zu machen und da werden Händler, also Käufer und Verkäufer, befriedigt. Und was da im Hintergrund passiert, interessiert nicht mich als Aktionär schon, denn da wird ja entsprechend Geld verdient. Ganz wichtig, im November meines Erachtens 23 wurde nun der Stablecoin reguliert. Also der heißt PayPal US-Dollar und hat, jetzt haltet euch fest, wenn wir hier auf CoinMarketCap gehen, auf Seite 2, ist der mit knapp, also mit 300 Millionen US-Dollar, eben war er noch knapp drunter, jetzt ist er schon wieder drüber. Auf Platz 155 in dem ganzen Kryptowährungsraum, was enorm ist. Und das dürfte natürlich
die nächsten Monate und Jahre noch deutlich nach oben gehen. Denn für den Händler ist es ja entscheidend oder auch für den Käufer. Der Händler in Deutschland kauft ja in China ein. Wie bezahlst du ihn? Mit in Euro oder in den USA mit US-Dollar? Nee, das bringt dem ja nicht viel, denn er braucht ja dann seine Renminbi oder kaufst in Indien oder in Polen vielleicht ein. Dann brauchst du halt entsprechend Zloty, aber musst dich dann wieder um die ganze Transaktion kümmern und Überweisung. Und das kannst du ja alles mit PayPal abwickeln. Das heißt, du hast nur noch einen Klick, du hast gekauft in Euro. Der Händler wird bezahlt in seiner Handelswährung und die kleine Differenz, die streicht sich PayPal ein. Und das ist gerade auch für den Wachstumsmarkt China interessant. Temu ist auch in Europa seit Monaten aktiv. Ich weiß nicht, wer da auch einmal draufgeklickt hat, aber die Nachverfolgung ist ja massiv. Du kommst, findest die ja überall mit allen Kram. Also wenn du einmal drauf gewesen bist und in den Fängen von Temu bist, wirst du nachverfolgt, gnadenlos und irgendwann kaufst du was. Und wie wird es abgewickelt? Ganz einfach über PayPal. Und das ist ein Wachstumsmarkt, der meines Erachtens unterschätzt wird, aber mehr kriegen wir ja nächste Woche am 25. von PayPal selber gesagt. Worauf die Analysten ja viel drauf einschlagen ist, ja, es gibt ja hier kaum Wachstum. Wir haben nur 428 Millionen aktive Kunden und Händler. Was aber meines Erachtens das starke Wachstum halt ausmacht, auch wenn das hier noch konstant ist oder leicht rückläufig ist, hier sind halt kleinere ausgeschieden. Das Transaktionsvolumina hat ja deutlich zugenommen. Und zwar hier wächst man weiterhin mit 13%. Und das ist doch ganz ordentlich. Und hier seht ihr es dann auch nochmal in den Zahlungsströmen, dass wir hier immer noch dieses Wachstum haben von 11% bei den Transaktionen, die durchgeführt worden sind. Dann die Höhe der Transaktionen gegenüber das Vorjahr ist um 15% angestiegen. Das heißt, wir sind hier im zweistelligen Bereich. Das schwankt natürlich auch. Das ist ja ganz normal. Und wir sehen auch hier, dass die Marge leicht gesunken ist, die übrig geblieben ist, ja, von 48,7% auf 45,4%. Da aber hier mehr Transaktionen durchgeführt worden sind, bleibt unterm Strich trotzdem noch mehr übrig. Und das ist ja das, was zählt. Dazu kam jetzt auch noch, dass man unter anderem, weil in Deutschland ist ja SAP bekannt oder in Europa nutzen das auch viele Konzerne, ob klein, ob groß. Und wenn du einmal bei SAP drinne bist, dann kommst du auch von der Softwarelösung nie wieder raus. Zahlt sich dumm und dämlich für Weiterbildungskurse deiner Mitarbeiter. Aber so ist das. Und PayPal ist da jetzt auch mittendrin, kann sich also neues Kundenklientel auch in diesem Segment erschließen. Also meines Erachtens besteht hier noch, trotz des starken Wettbewerbs in diesem Zahlungsdienstleistungsbereich, noch genug Wachstumspotenzial seitens von PayPal. Kommen wir nun zum Chart. Wenn wir uns das einmal angucken, haben wir hier eine starke Aufwärtsbewegung gesehen bei PayPal bis in den Februar 21 hinein. Wie stark war diese Aufwärtsbewegung? Wer das schon mal angeguckt hat, wir hatten hier eine Aufwärtsbewegung von 930% in 2000 Handelstagen. Doch, was stark steigt, ihr kennt den Spruch, das fällt auch wieder stark und so auch hier. Die Hauptabwärtsbewegung von 78% ist in 335 Handelstagen stattgefunden. Und jetzt versteht auch jeder den Spruch, der Bulle geht die Treppe rauf und was macht der Bär? Er springt aus dem Fenster. Das ist, wo das herkommt und das sieht man bei sehr vielen Kursen, was stark steigt. Das fällt auch wieder stark. Und selbst diese kurze Korrektur ist dann nochmal, also wo es hier auf $100 ging im August 22, hat dann nochmal zu einer Halbierung geführt bis in den Oktober hinein. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Aber das vorweggeschickt. Meines Erachtens Welle 1, Runterlauf, Welle 2. Wir können nicht ausschließen, dass es vielleicht auch eine A und eine B ist. Der Zielbereich in den nächsten Bewegungen ist aber erstmal derselbe. Wir machen neue Allzeithoch, wenn das so passt, wie ich das sehe, und zwar Richtung $350. Und jetzt haltet euch bitte fest, $534 bei dem 1,618-fach. Und das wäre selbst für eine Welle C, die man ja immer nicht ausschließen kann, derselbe Zielbereich. Das heißt, die Zählweise kann falsch sein,
weil das, wenn das hier eine A, B und hier hochlaufende C ist, trotzdem bleibt, wenn es eine 1, 2 und 3 ist, der Zielbereich erstmal derselbe. Das heißt, bis hierhin braucht man sich in Anführungsstrichen, ja, keine Sorgen machen. Das ist da schnell dahergesagt. Aber wer hier langfristig investiert, und das schauen wir uns jetzt gleich an, was das für ein Potenzial ist. Wie gesagt, ich bin hier investiert in Form der Aktie, aber auch in Form der eines Optionsscheines. Ich habe mir hier diesen Option von der City gekauft für 23 Cent heute in der Früh. Also hier, also da war Bid und Ask war 20 und 23. Du konntest ihn nur für 23 kaufen, unten gab es den gar nicht. Der ist jetzt schon leicht im Plus mit 4 Cent entsprechend. Ist aber auch, muss man schon sagen, sehr sportlich. Ja? Also Basis 90 US-Dollar. Da müssen wir erstmal hinlaufen bis zum Hexensabbat im September 24. Achten wir nun, bevor wir auf die Elliott-Welle ein bisschen näher eingehen und welche Zielmarken es noch gibt, uns den relativen Stärkenindex an. Dann sehen wir hier eine Divergenz auf Wochenbasis. Und zwar haben wir hier ein Tief, was letztmalig am 14. Februar 2022 im RSI auch im Gleichklang bestätigt worden ist. Bereits das folgende Tief im März wird hier nicht mehr bestätigt. Der RSI, der relative Stärkenindex, fällt nicht mehr so tief. Auch das nächste Tief hier wird nicht mehr bestätigt im Juli. Ja, das heißt, aus einer einfachen Divergenz ist schon eine doppelte Divergenz geworden. Und dieses Tief im Oktober, was hier die 5 der 10 der 2 ist, wird ebenfalls nicht mehr bestätigt. Das ist ein selteneres Muster, dass wir eine dreifache Divergenz haben auf Wochenebene. Und deswegen bin ich auch sehr bullisch und bin auch heute in diese Aktie reingegangen. Denn wenn wir jetzt weiter gucken, und das hatten wir schon einmal, der RSI ist im 50er-Bereich und geht jetzt in den 60er-Bereich rein. Hatten wir hier auch schon mal. 50er-Bereich, ja, nach dem Tief. Und dann sind wir in den 60er-Bereich reingerutscht. Und dann kam diese starke Aufwärtsbewegung. Und damit rechne ich tatsächlich auch bei einer Paypal. Aber jetzt gucken wir halt rüber in den Tagesschart. Hier wäre meine Zählweise im Tagesschart. Und zwar gibt es zwei Varianten. Hier wäre eine komplette erste Wellensequenz zu Ende. Oder aber, dass wir hier eine 1-2-1-2er-Kombination haben. Ja, das wissen wir aktuell nicht. Dennoch bleibe ich dabei in dieser Aufschlüsselung, denn was ich erst noch vermutet habe, aber sich heute sehr wahrscheinlich bestätigt ist, mit diesem Ausbruch und diesem sehr dynamischen Anstieg in den letzten, ja, seit letzten 3 Tagen, seit Mittwoch, ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, heute dann mit der Öffnung in den USA kam dann kurz Zeit später der Ausbruch, dass wir hier eine sehr dynamische 3 der Welle 3 sehen und dieser Widerstandsbereich, der ist so bei knapp 67 US-Dollar, den sollten wir durchschneiden wie Butter, wenn das hier eine 3 der 3 ist. Und wir werden dann auch in diesem Atemzuge, ja, da wird hier kein großartiges Halten, oder sollte zumindest meines Erachtens nicht stattfinden, werden wir auch diese Kurslücke vom 2. auf den 3. August, ja, da wurden die Zahlen ein bisschen revidiert, die Wachstumskennzahlen. Und seitdem sind auch die ganzen Analysten so pessimistisch. Die werden aber dann sehr wahrscheinlich in Kürze eines Besseren belehrt werden. Die Kurslücke ist geschlossen bei 73,20. Da werden wir jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen, vielleicht auch schon am Montag oder Dienstag in der kommenden Woche, wenn dann die Konferenz dann durch ist, nee, die ist am Donnerstag nächste Woche, wenn die dann durch ist, dann könnte es hier zu diesem Lückenschluss schon gekommen sein und der Short Squeeze laufen. Hätten wir den nächsten Widerstandsbereich erst wieder bei 83 US-Dollar. Wir haben zudem mit dem heutigen Ausbruch, ja, mit der heutigen Bewegung diesen Abwärtstrend, der jetzt seit August 22 läuft, also letzten 1,5 Jahre, der ist ebenfalls überwunden worden. Ich denke nicht, dass wir, jetzt haben wir es 19:30 Uhr, da es jetzt hier noch großartig Abverkäufe in den Abendstunden reinkommen und hier nochmal runtergedrückt werden bei PayPal. Auszuschließen ist es aktuell nicht,
Wahrscheinlichkeit ist aber meines Erachtens gering. Jetzt gibt es zwei Varianten vom Chancen-Risiko-Verhältnis hier im Hochlauf. Dass wir hier bis in den Bereich der vorherigen Welle 4 erstmal hinlaufen. Nächster Widerstandsbereich ist hier oben bei 105. Also dass wir ungefähr diese 100-Dollar-Marke angreifen. Dann hätten wir, wenn wir das auf das Tief, also diese Welle 2, den Stop-Loss setzen, ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 4,2 zu 1. Das heißt, bei 1.000 € Risiko, die wären hier, wenn wir runterlaufen, entsprechend weg, könnten wir 4.200 € Ertrag machen. Für die alle, die kurzfristig unterwegs sind, wäre dann hier Welle 1 zu Ende, Rücklaufwelle 2 und dann im Anschluss die Aufwärtsbewegung zu neuen Allzeithochs. Wer sich diesen Stress nicht machen will und sagt, hier, ich bin Langfristinvestor für die nächsten 3, 4 Jahre, egal. Ich will in der Aktie bleiben, ich will auch hier nicht zwischendurch die Korrektur handeln, sondern ich bin hier langfristig drin. Dann gibt es den kleinen Zielbereich, in Anführungsstrichen kleinen Zielbereich mit einem Faktor Chancen-Risiko-Verhältnis von 19 zu 1 beim Hochlauf auf die 350 US-Dollar in den nächsten 2 bis 3 Jahren, ja, was schon interessant ist. Dann sind wir aber am Tief der Welle 2. Ja, also bei 50 Dollar. Wir steigen jetzt bei 65 Dollar ein. 15 Dollar Risiko. Wie viele Aktien können wir uns kaufen? Ernst gemeinte Frage. Ja, ich habe ein 100.000er Depot. Wie viele Aktien darf ich kaufen, wenn ich nur 1.000 € verlieren will? Wie ist die Rechnung? Ich habe ein Risiko hier in dem Fall 65 zu Einkauf zu 50 Dollar, wo ich ausgestoppt werde, 15 Dollar Risiko in Dollar gerechnet. 100.000er Depot, 1.000 darf ich verlieren. Was ist das Risiko? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie viele Aktien ich kaufen darf in dem Fall, damit ich nur 1.000 US-Dollar verliere. Aber ich habe ja gesagt, das ist ja nur ein Mindestziel. Wahrscheinlicher ist ja bei der Extension das Erreichen der 534 US-Dollar. Das ist ja aus aktueller Sicht einfach unglaublich, dass wir überhaupt so weit laufen. Aber das war ja auch genauso gut unglaublich, dass wir von 28 Dollar da seinerzeit hier hochlaufen auf 300 Dollar. Ja, es war ja auch eine Verzehnfachung. Haben wir ein Chancen-Risiko-Verhältnis in dem Fall von 31, also knapp 32 zu 1. So, das soll zu PayPal gewesen sein. Wie fandet ihr das Video? Wie ist die Antwort auf die Frage? Das interessiert mich tatsächlich. Ihr kriegt dann ein Herzchen und einen Daumen nach oben, wenn es richtig ist. Ansonsten Daumen nach unten meinerseits, ja, mit der richtigen Antwort drunter. Und dann hören und sehen wir uns natürlich wie gehabt auf dem Kanal. Ich bin gespannt auf die Mitteilung von PayPal am 25.01., was da rauskommt. Ja, dann bleibt mir nur euch zu wünschen ein hervorragendes Wochenende und einen guten Wochenstart. Wünscht euch euer Stefan Bode hier aus Hannover.